Akademie der Wissenschaften in Hamburg wurde mit Beschluss der Hamburger Bürgerschaft vom 28.12.2004 gegründet. Wenigstens dieser Papierform nach besteht sie demnächst 5 Jahre. Ihre erste Sitzung fand aber erst am 6. Januar 2006 statt. 5 Jahre sind kein wirklich runder Geburtstag, kein Anlass zum Feiern, zumal in einem Jahr, in dem Schwesterakademien 60, 100 oder gar 250 Jahre alt wurden. 5 Jahre, auch wenn sie nur auf dem Papier stehen, veranlassen mich dennoch, Rechenschaft abzulegen und Bericht zu erstatten, wie immer und wie immer sehr gerne. Peter Graf Kielmanns-Eck, bis vor kurzem Präsident der Heidelberger Akademie und weiterhin Mitglied des Leitungsgremiums der Nationalakademien, hat vor einigen Wochen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die von ihm gestellte Frage beantwortet, ob und wozu wir in unserer Gesellschaft heute Akademien brauchen. Graf Kielmanns-Eck ist ein Kabinettstück deutschsprachiger Wissenschaftsprosa gelungen, in der sich Erfahrung, Besonnenheit und Liebe zu den Gegenständen bündeln, zum Bekenntnis zu einer Institution, deren Bedeutung jetzt und künftig nicht hoch genug angesehen werden kann. Ich sage dies nicht, um mich hinter diesem Essay zu verstecken. Vielmehr nehme ich ihn zum Anlass und Anker, um meine eigenen Überlegungen zum Zweck einer Akademie der Wissenschaften in Hamburg anzustellen und anzubinden. Die Hamburger Akademie ist eine Versammlung kluger Köpfe der Region, die nicht nur den Anspruch erhebt, alle Klugen und unter diesen nur die Allerklügsten zu vereinen. Nur von Elite reden wir nicht, wir sind sie. Die Hamburger Akademie ist eine Arbeitsakademie, was denn sonst? Was anderes als alle anderen Akademien auch? Man kann den Ausdruck Arbeit streichen. Von Arbeit reden wir nicht, wir tun sie, aber möchten über unsere Ergebnisse reden. Die Hamburger Akademie ist ein Netzwerk, das Wissenschaftler und wissenschaftliche Institutionen Hamburgs und der norddeutschen Region miteinander verknüpft, vielleicht besser verknüpft als bisher. Wer Netze knüpft, ist Fischer. Menschenfischer und Wissenschaftlerinnen Fischer. Wir fischen nicht im Trüben. Raubzüge gibt es keine. Dafür, lieber Herr Stark, ist gut nachbarschaftlich gesorgt. Das inzwischen bestehende Netzwerk lässt sich sehen. Es reicht von Bremen nach Greifswald, von Rostock nach Lübeck, von Braunschweig nach Kiel, von Hannover nach Hamburg. Es wird sich künftig gerade hier verdichten und stets auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beziehen wollen, die in den unterschiedlichsten Institutionen arbeiten, wie den allgemeinen oder technischen Universitäten, Forschungsinstituten wie jenen der Max-Planck-Gesellschaft, der Helmholtz oder der Leibniz-Gesellschaft. Im Fischernetz bleiben die dicken Fische hängen, ob sie wollen oder nicht. In die Netze der Akademie geht jeder nur auf Bitten und freiwillig, der Einzelne ebenso wie die Institution, beide in der Erwartung einer Win-Win-Situation, einer Beziehung also, in der Geben nicht seliger ist denn Nehmen. Was gibt die Akademie? Zunächst einmal Ansehen, nicht mediale Präsenz, sondern Anerkennung durch die Scientific Community, Wahrnehmung durch Freunde und Kollegen, was ja nicht immer dasselbe ist. Was wir auch geben, ist die Möglichkeit zum Gespräch nicht nur mit den nächsten Fachvertretern, sondern klassenlos auch mit den Angehörigen ganz anderer Disziplinen, die interessiert und belastbar sind, doch auch einer gewissen Sensibilität bedürfen, da sie oft ganz anders zu denken gewohnt sind. Alle Gespräche münden ein in eine angeregte, anregende Geselligkeit, in einen Gesprächsstil und Habitus, der zumal den großen Universitäten, vielleicht auch nur der Hamburger Universität, teilweise verloren gegangen ist und sich nur mühevoll wiedergewinnen lässt. Die Akademie
gibt die Möglichkeit, rasch, ohne umständliche und lange Gremienwege, Ideen einzubringen, Themen zu formulieren, Vorhaben zu skizzieren, Wissenschaftlerinnen zum kritischen und kreativen Mitdenken zu motivieren. Hier liegt ein großer Vorteil gegenüber den großen Wissenschaftseinrichtungen. Die Universität deshalb als schwerfälliges Schlachtschiff zu bezeichnen, ist wenig hilfreich. Die Universität ist kein Schlacht, sondern ein Flaggschiff, auf das wir alle stolz sein können. Es auszuschlachten und für den Bau etwa von 6 Yachtbooten zu benutzen, das wäre fatal, da auf den täglichen Regattafahrten es immer mehr Verlierer als nur den einen Sieger gäbe. Oder anders, eine Stadt, ein Staat und eine Region, die sich eine Akademie der Wissenschaften leistet, diese alle können auch ihre Universitäten in ganzer Größe tragen, die zu verbinden, einzubinden und in ihr Netz zu nehmen, eine Aufgabe der Akademie ist und sein soll. Und was nimmt sie dafür? Den Sachverstand, den Ideenreichtum, die Kreativität, die Neugier, die engagierte Hingabe, die kommunikativen Fähigkeiten, die intentionalen Verbindungen, das Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitglieder, die sich in Arbeitsgruppen zusammenfinden, wie der Kosmologie, Nanotechnologie oder Infektionsforschung, um nur 3 Beispiele zu nennen. Und wir sind dabei, eine Arbeitsgruppe Neue Rohstoffpolitik zu basteln und bei neuer und erneuerbarer Energie initiativ zu werden. Einige der Arbeitsgruppen bestehen noch nicht einmal ein Jahr. Nur wenige arbeiten erst seit 2 Jahren erfolgreich zusammen. In wenigen Wochen wird der Vorstand ein Verfahren entwickeln, auch Akademien haben Verfahren, um die konkreten Planungen und Zielsetzungen der Arbeitsgruppen in Erfahrung zu bringen, Evaluationen vorzubereiten, Abschlussberichte mit nachhaltigen Empfehlungen ins Auge zu fassen. Wir veranstalten keine Events. Wir suchen keinen Glamour. Wir sind von Kopf bis Fuß auf Nachhaltigkeit eingestellt und sonst gar nichts. Unsere Arbeitsgruppen verhandeln Themen, die auch in 10, 20 Jahren nicht erledigt sein werden. Auch dann wird es noch Klimawandel, Migration, Infektion und Probleme kultureller Identifikation geben. Gleichwohl kann ich mir zumindest nicht denken, dass wir dann oder gar noch in 40 Jahren über Modellbildung oder Klimawandel oder China nachdenken. Ich werde es ja selber nicht erleben, aber ich bin sicher und hoffe, dass die Akademie dann an anderes denkt und wird denken müssen. Die Mitglieder, die der Gedanken Arbeit leisten, sind übrigens keine Pferdchen, die ich mir borge, durch die Manege treibe und nach gelungenem Auftritt in ihren Heimatstall zurückführen lasse. Ich denke, dass 5 Jahre Akademie, Papierform reichen, über manches nachzudenken, was bei ihrer Gründung festgelegt wurde. Aber über dieses Problemfeld spreche ich hier nicht öffentlich, sondern bei meiner Senatorin und ihrem Staatsrat vertraulich. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat, wie alle Landesakademien, auch die Aufgabe, sich an der Betreuung des Akademienprogramms, des weltweit größten Förderprogramms für geisteswissenschaftliche Langzeitvorhaben, zu beteiligen. Sie tut dies gemeinschaftlich und mit hohem Engagement. Sie prüft die eingehenden Antragskizzen, berät, evaluiert, fördert gegebenenfalls die Weiterentwicklung zum Antrag, koordiniert die Verfahren. Die klassenlose Zusammenarbeit von Natur- und Geisteswissenschaften ist hier besonders hilfreich. Auch hier erweist sich die Akademie als flexibel und fähig, rasch und effektiv zu handeln. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, Wissenschaft der Jugend nahezubringen und von Jüngeren zu fördern. Schülerlabore und die Finanzierung von hochqualifizierten Veranstaltungen, dies haben wir den Heidelbergern begeistert abgeguckt, die von jüngeren Wissenschaftlerinnen durchgeführt werden,
die den Einstieg in eine Hochschulkarriere noch nicht geschafft haben. Das sind zwei Wege, die wir gehen, um unsere Zielsetzung zu erreichen. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat sich verpflichtet, Wissenschaft öffentlich zu machen. Das gelingt ihr inzwischen hervorragend. Mit 250 bis 300 Besuchern sind viele unserer Veranstaltungen ausgebucht. Wir könnten auch doppelt so viele Zuhörer gewinnen, wenn wir den Raum dazu hätten. Ich will um ihn kämpfen. Die interessierten Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt haben das verdient. Und die Akademie hat es verdient, in eigenen Räumen sichtbar zu werden. Der öffentlichen Darstellung von Wissenschaft dient auch der Akademientag, den wir mit den 7 Schwesterakademien in Berlin gestalten. Der Akademientag 2010 gilt dem Thema Religion und wir alle wollen zusammenarbeiten, dass dieses unsere Gesellschaft so sehr betreffende Thema öffentlich Gewicht und Mitgewicht und Sachverstand dargestellt wird. Der Hamburger Wissenschaftspreis der Helmut und Hannelore Grewe Stiftung, den wir morgen erstmals verleihen, macht ebenfalls Wissenschaft öffentlich. Wir sind durch diesen Preis in die Lage versetzt, Wissenschaft in ihrer glänzenden Verfassung zu zeigen, zeichnen aus, gestalten mit und setzen Akzente. Es ist ein Fest mit Folgen, ein Fest, das wir mit dem Wunsch verbinden, es möge zu weiterer Forschung motivieren, weniger durch materielle Leistung, so hoch die ist, als durch das mit dem Preis und seinen Stiftern verbundene Ansehen. Bevor ich zu einer kurzen Skizzierung der erfolgreichen und konkreten Akademiearbeit des zurückliegenden Berichtsjahres komme, erlauben Sie mir eine den ersten Teil abschließende Bemerkung. Fast alle Themen, die die Akademie beschäftigen, sind politikfähig, betreffen die Polis, betreffen Staat und Gemeinwesen. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist, wie alle anderen Akademien auch, zur Politikberatung geeignet und befähigt. Es liegt an der Politik, ihr diese Leistung abzufordern. Es überrascht mich bisweilen zu sehen, dass bei vielen Fragen, auch solchen, wo es um Gestaltung von Wissenschaft am Standort und um Standortfragen geht, die Akademie bisher weder institutionell noch personell beteiligt ist. In der Mittelverteilung, etwa aus der Hamburgischen Wissenschaftsstiftung, ist die Akademie nicht einbezogen. Diese Akademie ist sichtbar, aber sie muss auch wahrgenommen werden. Nun zu meinem konkreten Bericht. In die Akademie neu aufgenommen wurden folgende ordentliche Mitglieder. Professor Dr. Bernhard Fleischer ist Mediziner und Biochemiker. Seine Arbeitsgebiete sind Immunologie und Tropenmedizin. Seit 1993 ist er in Hamburg tätig. Er ist Direktor des weltweit angesehenen Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin. Zudem leitet er das Institut für Immunologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Professor Dr. Michael Hecker ist Mikrobiologe. Sein Spezialgebiet ist die Proteomikforschung. Seit 1986 hat er einen Lehrstuhl für Mikrobiologie an der Universität Greifswald inne und steht seit 2003 dem dortigen Interfakultätenzentrum für funktionelle Genomforschung vor. Professor Dr. Ansgar W. Lohse kam nach Stationen in Göttingen, London, Boston, Rehovot und Mainz nach Hamburg, wo er heute als Direktor der ersten medizinischen Klinik und Poliklinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist. Herr Lohse pflegt vielfältige fachliche Interessen, insbesondere im Bereich der Immunologie und Hepatologie. Professor Dr. Thomas C. Mettenleiter ist von Haus aus Molekularbiologe. Er spezialisierte sich früh auf tierpathologische Viren. Seit 1996 ist er Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit mit Sitz auf der Insel Riems
und Professor für Virologie an der Universität Greifswald. Professor Dr. Werner Solbach hat einen Lehrstuhl für medizinische Mikrobiologie, Virologie und Infektionsmedizin an der Universität zu Lübeck inne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf immunologischen Fragen der Infektabwehr. Er ist Dekan der medizinischen Fakultät und Sprecher des Schwerpunkts Infektabwehr seiner Fakultät. Alle 5 genannten Neumitglieder wurden für die in diesem Jahr gegründete Arbeitsgruppe Infektionsforschung und Gesellschaft in die Akademie gewählt. Herr Professor Lohse war so freundlich, die Leitung dieser Arbeitsgruppe zu übernehmen. Frau Professor Dr. Eva Maria Pfeiffer, Biologin und Geowissenschaftlerin, beschäftigt sich in ihren Forschungen mit den Böden, die sie die dünne Haut unserer Erde nennt. Ihr Spezialgebiet ist die Permafrostforschung, die sie neben vielen weiteren Aspekten als Professorin für allgemeine Bodenkunde an der Universität Hamburg intensiv verfolgt. In der Akademie engagiert sich Frau Pfeiffer in der Arbeitsgruppe Globale Umweltveränderungen und Klimawandel. Frau Prof. Dr. Angelika Redder vertritt das Fach Germanistische Linguistik und Allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität Hamburg. Frau Redders besonderes Forschungsinteresse gilt der gesprochenen Sprache. Derzeit leitet und koordiniert sie mehrere bundesweite und interdisziplinäre Projekte zur empirischen Bildungsforschung im Rahmen des BMBF-Forschungsinitiative Sprachdiagnostik und Sprachförderung. In der Akademie begleitet Frau Redder unser erstes Langzeitvorhaben zur deutschen Gebärdensprache und sie ist zudem Mitglied der neu gegründeten Arbeitsgruppe Neurowissenschaften in der Gesellschaft. Zum Korrespondenten hat die Akademie Herrn Navid Kermani berufen. Herr Kermani ist promovierter und habilitierter Islamwissenschaftler, dessen wissenschaftliche Arbeiten die islamischen Religion und Tradition mit der europäischen Geistesgeschichte ins Gespräch zu bringen versuchen. Navid Kermani arbeitet als Schriftsteller, Essayist und Journalist, als Sohn iranischer Eltern in Siegen aufgewachsen, engagiert er sich für ein angemessenes Verständnis des Islam in unserem Land, unter anderem als Mitglied auch früher der Islamkonferenz. Navid Kermani ist Mitglied der neuen Arbeitsgruppe Region Nation Europa, Merkmale ihrer Identität. Im vergangenen Jahr haben sich 3 neue Arbeitsgruppen konstituiert und ich nenne nur diese 3 neuen. Das Ausschreibungsthema unseres Wissenschaftspreises fortführend wurde in der Akademie die Arbeitsgruppe Infektionsforschung ins Leben gerufen. Die Arbeitsgruppe bewegen neben medizinischen Fragen vor allem die Zusammenhänge zwischen Infektion und Gesellschaft, wie die Angst vor Infektionen, Verdrängung der Risiken durch neue Krankheitserreger, Stigmatisierung Erkrankter früher und heute, rechtliche Aspekte, der Einfluss gesellschaftlicher, aber auch klimatischer Veränderungen auf Infektionsrisiken, um nur einige Beispiele zu nennen. Eine Tagung im Januar 2010, durchgeführt in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, also der Deutschen Nationalakademie, wird den Auftakt der Aktivitäten der Arbeitsgruppe bilden. Ich habe es schon gesagt, Ansgar Lohse ist Ihr Sprecher. Ebenfalls im vergangenen Jahr hat sich die Arbeitsgruppe Neurowissenschaften in der Gesellschaft konstituiert. Die Arbeitsgruppe greift das wachsende öffentliche Interesse an den Ergebnissen der Neurowissenschaften auf und will Themen der Neurowissenschaften von besonderer gesellschaftlicher Relevanz dem interdisziplinären Dialog stärker zugänglich machen. Die neuronalen Grundlagen von Bewusstsein und Persönlichkeit, Mechanismen von Handlungssteuerung und Entscheidungsprozessen, die Manipulation von Hirnfunktionen durch Neurotechnologie und Neurostimulation sowie insgesamt ethische Implikationen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse sind Themen, mit denen sich diese Arbeitsgruppe beschäftigen wird. Professor Dr. Andreas Engel ist Sprecher dieser Arbeitsgruppe.
Und schließlich die Arbeitsgruppe Nation, Region, Europa, Merkmale ihrer Identität. Welche Merkmale können für die Identität von Regionen, Nationen und zum Beispiel für Europa gelten? Dies ist die Leitfrage der neu eingerichteten Arbeitsgruppe. Es geht dabei nicht um die Formulierung von Leitbildern und nicht um die Entwicklung von Kriterien einer Corporate Identity, sondern um die begründete Erfindung von Merkmalen, die in Geschichte und Gegenwart in unterschiedlichen Räumen und mit differenten Geltungsansprüchen Einheit stiften und Erkenntnis wie Akzeptanz von gesellschaftlicher Gemeinschaft ermöglichen. Die Arbeitsgruppe fragt nach der Verbindlichkeit von Bindungen, nach der kombinatorischen Kraft von Sprache, Religion, Recht, Währung, Kultur, Dynastien, Ideen, Bewusstmachung von Landschaftsformen oder Charakteren und geht Aspekten einer Kulturregion Norddeutschland ebenso nach wie einer Casa d'Europa. Im Herbst 2008, Sie haben es schon mehrfach gehört, wurde das erste Langzeitvorhaben der Akademie bewilligt für die Entwicklung eines korpusbasierten elektronischen Wörterbuchs Deutsche Gebärdensprache Deutsch, werden insgesamt 8,5 Millionen Euro aus dem Akademienprogramm zur Verfügung stehen. Das Projekt wird in Kooperation mit der Universität Hamburg am Institut für deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser durchgeführt. Die wissenschaftliche Bedeutung des Projektes ist nicht hoch genug einzuschätzen. Erstmals wird die in Deutschland verwendete Gebärdensprache erfasst und auf der Basis empirisch erhobener Daten ein wissenschaftliches Wörterbuch erarbeitet. Für die Gebärdensprachgemeinschaft hat das Projekt einen hohen ideellen Wert. Es geht nicht nur um die Bereitstellung eines zweifellos wichtigen Hilfsmittels, sondern die Erfassung der Gebärdensprache bedeutet auch die lange verweigerte Anerkennung der Gebärdensprache als eigenständige sprachliche Ausdrucksform. Die Arbeit geht gut voran. Das Team um Projektleiter Professor Dr. Christian Rathmann hat Mitarbeiter geworben, die Erhebungsorte und Erhebungszeiträume bestimmt, Informanten gesucht, Erhebungsdesigns konzipiert, Kontaktpersonen und Mitarbeiter intensiv geschult. Das Projekt findet großes Interesse in der Fachöffentlichkeit, in der Gebärdensprachgemeinschaft und in den Medien. Auf mehreren wissenschaftlichen Tagungen im In- und Ausland wurde es bereits präsentiert. Eine öffentliche Projektvorstellung hier in Hamburg im Mai 2008 stieß auf große Resonanz und eben auch auf Resonanz in breiter Öffentlichkeit. Wie in den vergangenen Jahren hat sich die Akademie um die Vermittlung von Wissenschaft in die Öffentlichkeit bemüht. Die Akademievorlesungen im Wintersemester 2008-2009, Der Mensch denkt, wer lenkt, Hirnforschung im Gespräch, fanden ungewöhnlich großes Interesse. Die Vorträge, Sie haben es gehört, waren alle ausgebucht. Gleiches gilt für die derzeit laufende Reihe im Anfang über den Ursprung des Universums, für die unsere Arbeitsgruppe Neuere Herausforderungen der Kosmologie eine Reihe herausragender Referenten gewinnen konnte. Im Sommersemester 2009 hat die Akademie in mehreren Veranstaltungen die Ereignisse von 1989 in einer europäischen Perspektive thematisiert. 1989 bis 2009, Aufbruch in ein neues Europa, war der Titel unserer Vorlesungsreihe, in der Zeithistoriker und Zeitzeugen zu Wort kamen. Eine Tagung mit Referenten aus Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Österreich und Deutschland und eine Podiumsdiskussion, was ist Europa heute, erinnerte an die symbolische Durchtrennung des Eisernen Vorhangs an der ungarisch-österreichischen Grenze am 27. Juni 1989. Der Vorhang selbst existierte ja seit Monaten nicht mehr.
Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen, um diesen Auftrag nachzukommen, arbeitet die Akademie vermehrt mit anderen Institutionen und Einrichtungen zusammen. Gemeinsam mit dem Körperforum haben wir aus Anlass des 200. Geburtstags von Charles Darwin im Februar 2009 drei Abende zum Thema Evolution heute durchgeführt. Im September veranstaltete die Akademie zusammen mit dem Center for Life Science Automation, CELISCA in Rostock, einen öffentlichen Vortrag Strukturwandel in der chemischen Industrie im Rahmen des 7. internationalen Forums Life Science Automation und war damit erstmals auch in Rostock mit einer öffentlichen, sehr gut besuchten Veranstaltung präsent. Wie schon gesagt, bemüht sich die Akademie verstärkt um junge Menschen. Im Februar waren beinahe 1600 Oberstufenschüler unsere Gäste zu einem zweitägigen Schülerkongress zum Darwin-Jahr, den wir gemeinsam mit vielen Hamburger Partnern durchgeführt haben. Eine Podiumsdiskussion vor fast drei Wochen, und ich habe immer noch meine Erkältung von dort, vor fast drei Wochen mit dem Titel Euklid, Euler oder Einstein, welche Mathematik braucht die Schule, brachte Mathematiker, Fachdidaktiker und Lehrer, Schüler und Eltern zusammen und sie diskutierten lebhaft und ich glaube mit guten Ergebnissen. Die Pläne der Akademie für ein klassenloses, interdisziplinäres Schülerlabor nehmen langsam konkrete Gestalt an. Gemeinsam mit Hamburger Lehrkräften erarbeiten Mitglieder unseres Forums Friedens- und Konfliktforschung ein erstes Programm, das Oberstufenschüler an wissenschaftliche Methoden der Friedens- und Konfliktforschung aus Physik, Politikwissenschaft und Völkerrecht heranführen wird. Unterstützung erfährt das Schülerlabor durch die Hamburger Sparkasse, die 13.000 Euro aus dem Zweckertrag des Lotteriesparens beisteuert, wofür ich herzlich danke. An den wissenschaftlichen Nachwuchs war das Jahr 2009 erstmals ausgeschriebene Programm Forum Junge Wissenschaften gerichtet. Ich sagte es schon, das Konzept haben wir der Heidelberger Schwesterakademie nachgemacht, junge Wissenschaftler nach der Promotion, aber noch nicht in einer dauerhaften Anstellung angekommen, konnten sich um Fördermittel für eine wissenschaftliche Tagung bewerben, die sie in Eigenregie und in eigener Verantwortung durchführen. Aus insgesamt 13 eingereichten Ideenskizzen wählten Vorstand und Akademie zwei Projekte aus. Der Vorschlag im Nirvana der Hyperrealität, Geldwirtschaft zwischen Realökonomie und Fiktionalität, zweier Hamburger Germanisten, überzeugte mit einer Fragestellung, die zwei auf den ersten Blick so gegensätzliche Fächer wie Wirtschafts- und Literaturwissenschaft verbindet. Die Tagung wird im Februar 2010 in Hamburg stattfinden. Erfolgreich war außerdem das Konzept Sprachkritik in der Schule, das von Linguisten, Psychologen und Pädagogen an der Universität Greifswald, aber eben nicht fest angestellt, vorgelegt wurde und neben Wissenschaftlern der genannten Fächer auch Lehrer ansprechen will. Die Tagung findet im April nächsten Jahres in Greifswald statt. Sehr geehrte Damen, meine Herren, mein fast letztes Wort ist ein Wort des Dankes. Ich danke den Mitgliedern der Akademie für ihr Engagement, ihre Gedanken und Ideen, die die Akademie mit Leben füllen. Ich danke insbesondere dem Vorstand der Akademie, dem Vizepräsidenten Kurt Jakobait, Frau Thurow und Herrn Brunner. Die gemeinsame Arbeit macht jedenfalls mir Freude und bringt der Akademie Gewinn. Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle, dem Generalsekretär der Akademie, Herrn Dr. Max Dorn-Küchenmeister, Frau Dr. Wieshoy, Frau Raab, Frau Hellerich und Frau Abholz, unseren vielen Hilfskräften, die sich um die vielen Kleinigkeiten kümmern, die für das Gelingen unserer Vorhaben wichtig sind. Sie sind auch heute wieder bei uns tätig. Als Platon einen Ort für seine Gespräche mit seinen Schülern suchte, kaufte er den heiligen Hain des Ekademos,
der Athen vor der Zerstörung durch die Zwillingsbrüder der Helena, Kastor und Polydeukes, gerettet hatte. Einen Helden kann ich Ihnen nicht bieten, aber den Hain Mendelssohns, der Ihnen allen nun Ort sein möge für gute Gespräche bei Speis und Trank. Und wenn Sie uns hoffentlich erst spät verlassen, vergessen Sie bitte nicht, unseren südsteirischen Akademiegruß mitzunehmen. Einen schönen Abend und bis morgen.